Lieben, willkommen zu meinem nächsten Stay-at-Home-Workout. Heute auf der Matte. Ihr braucht also eine Matte, eine Decke und dann geht's auch schon los. Ihr geht seitlich auf die Matte, legt euch ab. Oberes Bein vorne ablegen, unteres Bein langgestreckt, Fußspitze anziehen und du federst mit dem unteren Bein ganz kleine Endkontraktionen nach oben. Fußspitze ist bewusst angezogen. Kopf entspannen und los geht's. Achte darauf, dass von dem unteren Bein die Fußspitze nicht zu sehr nach vorne kippt, sondern schön nach oben Richtung Himmel zeigen und Feder. Ganz klein, Feder. Wichtig ist atmen. Und wenn du es dann in der Schenkelinnenseite in den Adduktoren merkst, machst du alles richtig, vorderes Bein entspannt. Und das untere Bein federt immer noch. So, ein bisschen schaffst du noch. 8, 7, 6, 5 mehr, 4 noch, 3 mehr, 2 noch und ablegen. Beide Beine übereinander, Fußspitzen bleiben angezogen. Die Füße bleiben auch zusammen. Jetzt hebst du beide Beine nach oben ab, heben und senken. Wenn du nach unten absenkst, bitte nicht mehr ablegen. Dann nimmst du, wenn du hier die Spannung hast, den oberen Arm an den Hinterkopf und den unteren Arm legst du vorne ab und ziehst dich jetzt hier mit dem Oberkörper Richtung Beine zusammen. Seitliche Bauchmuskulatur und zieh. Ausatmen hoch, du bestimmst dein Tempo und los geht's. Fußspitzen bleiben angezogen. Bei der Übung kann man etwas schummeln. Ich hoffe, du verzichtest darauf und drückst dich nicht hiermit ab, sondern arbeitest bewusst mit deiner seitlichen Bauchmuskulatur und ziehst dich hier zusammen. Achte darauf, dass die Beine geschlossen zusammenbleiben und zieh. Sehr gut. 8 mehr. 8. Und 7. Und 6. 5 mehr. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und der letzte. Du drückst dich nach oben ab, kommst in den Sitz nach vorne. Beide Beine lang. Hände hinten aufstützen. Achtung, Oberkörper fällt nicht nach hinten, sondern bleibt diesmal aufrecht. Fest, Brust raus, rechtes Bein abheben, Fußspitze anziehen und halten. Nur halten. Oberschenkel ab vom Boden, Brust raus, halten. Fußspitze anziehen, Oberschenkel zittert. Gutes Zeichen. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Wechsel links, Brust raus, Oberkörper bleibt vorne, und Fußspitze anziehen, Oberschenkel ab vom Boden, atme weiter, und 8, 7, 6, 5 mehr, noch 4, noch 3, 2 noch, und auch hier ab. Du drehst dich zur anderen Seite. Ausgangsposition wieder einnehmen, oberes Bein ablegen, Fußspitze unten anziehen, Oberkörper ablegen, kleine Endkontraktionen, Feder mit dem unteren Bein und los geht's. Ich hoffe, du startest jeden Morgen sportlich in den Tag oder du nutzt dieses Workout abends, um einfach den Tag abzuschließen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Trainer vom Sculpt dir da etwas bieten können und du zu Hause ja, sportlich aktiv bleibst. So, auch hier schön mit dem unteren Bein weiter federn. Die Fußspitze bleibt oben, nicht zum Boden fallen und feder weiter. Ein bisschen geht noch. 8 noch. 7. 6. 5 mehr. 4 noch. 3 noch. 2. Und ab. Beide Beine übereinander. Heben, senken, heben, senken. Oberen Arm an den Hinterkopf, unteren Arm vorne
und der Oberkörper setzt auch hier mit ein. Füße bleiben zusammen. Ort. Zieh. Ausatmen. Seitliche Bauchmuskulatur aktivieren. Wenn du schon was merkst, versuch noch ein bisschen weiter zu gehen. Ort. Zieh. Atme aus beim nach oben gehen. Die letzte. 8, 7, 6 mehr. 4 noch. 4, 3 noch. 2 noch. Und löse. Abschlussübung. Fußspitze aufstellen. Ellenbogen aufstellen. Du kommst in den Unterarmstütz. Gesäß anspannen. Bauch ist fest. Und du hältst. Zittern ist erlaubt. Lächeln auch. Atmen sowieso. Durchhalten. Und die letzte. 8, 7, 6, 5 mehr. Noch 4, 3 noch. 2 noch. Und Knie ab. Gut, dann wünsche ich euch einen wundervoll sonnigen Tag. Bleibt sportlich, bleibt zu Hause. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Tschüss.